Wir bauen weiter am Grillplatz. Ich habe euch ja schon mal mitgenommen, weil wir die Keramikfliesen und das verlegt haben. Ich glaube, ich war recht interessant, hoffe ich doch. Auch das Dach haben wir installiert. Aber so kann es ja nicht bleiben. So. Jetzt muss natürlich da irgendwie noch eine Wand rein. Eine Theke stand zum Diskurs. Eine Insel, keine richtige Kochinsel, sondern mehr eine Arbeitsinsel. Aber auch als Insel konzipiert. Ja, aus welchem Material baut man das? Was nimmt man am besten? Was geht am einfachsten? Nun, ich habe mich für TC-Profile entschieden. Das ist ein TC-Profil, die sind normalerweise 5 Meter lang. So im Querschnitt. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Und die TC-Profile haben etwas Besonderes. Und zwar lassen sie sich sehr, sehr einfach verbinden. Mit Hilfe von so kleinen Haltern, nenne ich es jetzt mal. Die gibt es in verschiedenen Winkeln. Setzt man auf, einfach das eine drauf, rüber und das andere dran. Und dann ist da so eine kleine Imbusschraube drin. Zusammenhalten, somit ergibt sich eh schon ein ziemlich guter 90 Grad Winkel. Dann wird das Ganze verschraubt und ergibt eine stabile Verbindung. So. Somit werden die Grundgerüste, ja, geklärt aus was. Aber was kommt da drauf? So, um größere Strecken zu überspannen, hätte ich da ziemlich viel Streben reinmachen müssen, hätte ich mit Nut- und Federbretter oder sowas gearbeitet. Und ich wollte aber auch was witterungsbeständig ist, sprich wasserfest. Habe mir dann aber Gedanken gemacht und bin dann zu dem Material gekommen. Das sind betonverstärkte Spanplatten. Extrem hart. Lässt sich auch gar nicht so leicht bearbeiten. Ich habe es jetzt mit einer relativ starken, großen Handkreissäge gemacht. Und ein Videoblatt drin. Hat recht gut funktioniert, aber wir haben gekauft 6 oder 7 Platten, ja, die hatten 550 Kilo. Also es ist vielleicht geschickt, wenn man bei derartigen Arbeiten zu zweit ist, besonders wenn man mit ganzen Platten hantiert. Das ist schon richtig schwer, richtig schweißtreibend. Und ich habe noch die Platten, nachdem die angebracht waren, mit einem Haftgrund eingestrichen, eingepinselt. Und da ist darauf gestrichen, da ist gefliest. So, ich dazu, wir haben jetzt da lang genug über die trockene Theorie geplappert. Ich nehme euch mit, ich zeige es euch. Das, was wir jetzt am Boden vor uns liegen sehen, sind die betonverstärkten Platten. Ja, großes Format nebenan. Der Länge nach sieht man noch die TC-Profile und rechts dann auch schon so eine Wand, die wir uns da gemacht haben. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Und da kann man jetzt die Verbindungen recht schön erkennen. Da einfach anschrauben und dann könnte man jetzt sogar noch hergehen und könnten die nachträglich noch in der Höhe verstellen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist dann schon so eine Betonplatte angebracht. Sehr gut. Und jetzt nehme ich euch einmal mit nach innen. Wir hatten eine kleine Feier, darum steht jetzt auch der Kühlschrank da noch im Weg, aber ja, ich denke zum Herzeigen für den ersten Eindruck würde es auch mit Kühlschrank im Weg gehen. In die versteckten Platten haben wir Steckdosen integriert und das da drüben und die Insel hier vorne ist schon gestrichen in Anthrazit, glaube ich, macht sich recht gut, würde ich sagen. Dann kommt da, wo jetzt der Kühlschrank ist, daneben auf die Seite, kommt jetzt da noch eine Glasscheibe rein. Und wir haben noch an unserer Insel unten, ja richtig, einen Hohlraum. Da soll dann noch ein Backofen rein, einen elektrischen, den ich noch habe aus früheren Zeiten. Das Happy Birthday ist nur aufgeklebt, weil wir ja gefeiert haben. Aber so könnte dann die Platte aussehen, wenn man die fließt. Das sind keramische Fliesen auch wieder mit einem Kleber. Ganz normal
hingeklebt quasi. Ich denke, schaut nicht schlecht aus, oder? Das Fliesen gerade um die Ecke hat sich nicht so einfach gestaltet. Ich mache das ja auch nicht so oft, aber gut, hat funktioniert. Oben auf liegt jetzt noch auch wieder so eine betonverstärkte Holzfaserplatten. Und da unten drunter, das fällt jetzt vielleicht ein bisschen, ich krieg's ein wenig, da unten ist jetzt nicht gefliest, so ein kleines Stück. Und das geht da rein um. Und unten am Boden ist es ähnlich, da ist dann auch nochmal so ein kleines Stück frei. Da soll dann ein umlaufendes LED-Band hin, damit man das dann auch schön beleuchten kann. Für die Insel und für die Theke oben auf lasse ich extra Holzplatten machen. Die Dame haben wir schon mal kurz erwähnt, die Holzwerkstatt, wo ich das machen lasse. Aber da ist mir schon versprochen worden, da kann ich euch einmal mitnehmen, wenn denn das soweit ist. So, die Schalterreihen da schaut jetzt noch recht viel aus. Das sind drei oben, die drei oberen Schalter steuern oben drei Felder. Und die anderen zwei links und rechts von der Steckdose, da oben an den Balken, eines ist dann für den Weg zu uns her und eines ist dann für der Quer, was man quasi vom Hoftor aussieht. So, die andere Seite von der Theke schaut dann so aus, klassisch Theke. Das ist eine spezielle Platte aus einem extrem Kunststoff. Die ist wasserunempfindlich und super leicht zu reinigen und abzuwischen. Ich glaube, dass das für eine Theke bzw. ja für eine kleine Bar immer sinnvoll ist, wenn man das leicht reinigen kann, denn naja, man verschüttet ja doch gerne mal was. So, ich hoffe, ich habe euch ein wenig einen Einblick geben können, vielleicht einen kleinen Denkanstoß, wenn man sowas einmal selber machen will. Ich sage nicht, dass ich jetzt die Ideallösung gefunden habe, aber ich denke, es dürfte doch relativ gut haltbar sein. Naja, und optisch ist jetzt eine ganz schlecht, oder? Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Bis zum nächsten Video. Bleibt's meine Freunde. Servus.